Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf der Winterberg unterwegs in unserem Tierproduktionsspecial und wir sind bereits in Folge 84 und ja, müssen erstmal die ganzen Jungs wieder anschmeißen, die noch anzuschmeißen sind. Der war anscheinend gerade frisch am Drehen, als wir ihn aufgehalten haben. Mal gucken. Einmal stoppeln, einmal nicht. Ich würde sagen, so soll es wieder laufen. Dann fährt er nämlich wieder dem Drescher hinterher. So, ja, der macht den Drescher dementsprechend leer, wenn es soweit ist. Ihn hatten wir auf dem Hof abgestellt. Ich glaube, der hat gerade das Fass weggebracht. So, jetzt muss ich aber erstmal die Übersicht gewinnen, was wir jetzt wieder gemacht haben. Oder was wir noch machen müssen. So, okay. Wir haben die 12 und die 13 gedüngt und die ist auch angepflanzt. Das ist auch gut. Und bei der 13 sind wir jetzt gerade dabei. Anpflanzen. Aber gedüngt ist noch nicht. Okay. Ich glaube, aufgrund dessen, dass ich das Fass weggestellt habe, gehe ich davon aus, dass wir dafür nicht mehr genug da haben. So. Ich gucke aber sicherheitshalber nochmal nach, was da noch so geht. So, hüpfen wir mal raus und gucken wir einfach mal. Die 0 und die 0, gut. Dann sieht es aus, als wenn wir einmal zu den Produktionsstätten fahren. Da will ich mal kurz gucken, was da Sache ist. Und dann müssen wir uns wohl um den Streudüngerpart dann kümmern. Als Ersatz, weil wir noch nicht genug Gülle haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Streudünger hier vorne irgendwo untergestellt hatte. Ja, ich glaube, da vorne steht er. Den werde ich dann auf jeden Fall mal schon mal mitnehmen. Weil um den werden wir ja für die 18 ja nicht rumkommen. Und es sieht auch aus, als wenn er nicht ganz leer wäre. Oh. Okay. Sieht aber aus, als wenn nicht zu doof wäre, es vernünftig anzukuppeln. So. Ja, 341, das heißt, er ist halb voll. Das ist okay. Die andere Anzeige, die unten sieht, ist für die Schaufel. Wir wollten aber ja, wenn er den Zusatztank noch ranholen, der ist wohl dann für die Saatmaschine. Hiermit kommt man ja ein ganzes Stück. Lass mal gucken, wie viel wir überhaupt da haben. Ich gucke jetzt einmal kurz, was hier die Sachen sind. Ich nehme meistens so zwei, drei Folgen am Stück auf und das ist jetzt die erste Folge einer neuen Aufnahmesession sozusagen. Ja, die Produktion läuft dann auch munter, muss ich sagen. Und Gülle produziert ja auch schon. Das ist dann aber schon für die nächste Ernte. Ich renne jetzt mal kurz hier um die Ecke und schaue noch mal, was hier noch so anliegt. Die Produktion läuft noch. Gärreste sind da noch. Der Hänger dafür steht da. Und wir haben noch, ja, sind nur noch 3.500 Liter Raps drin. Biodiesel dementsprechend ist noch da, das ist doch schon mal gut. Gärrest in kleinen Mengen. Gut, gut. Bisschen was läuft noch und wir haben ja auch noch die Kleinigkeit auf dem Feld. So, dann wollen wir ein Stückchen um die Ecke fahren. Mal sehen, was jetzt noch da ist. Ich springe auch mal mittendrin raus sozusagen. Ja, das ist genug. Da ist noch 1433 Saatgut da. Dünger ist da alle. Mist ist alle und Gülle ist noch ein ganz kleiner Rest. Ja, okay.
Das ist natürlich dann der Kart. Das müssen wir natürlich sehen, dass wir es auch mal voll kriegen. Aber wie gesagt, wie auch schon bemerkt wurde von euch in den Kommentaren, es ist halt unter Gülle und Mist, was fehlt. Das heißt, wir müssen einfach unser Tierportfolio aufstocken sozusagen. Dann kommt das auch alles in größeren Mengen rüber. So ist das ja. Wir werden jetzt klein bei klein fahren. Das heißt also, ich werde jetzt erstmal gucken, wie weit wir mit der halben Füllung hier kommen. Dann werde ich die Schaufel voll machen. Ihn wahrscheinlich nochmal voll machen und mit dem Rest werde ich dann schon Saatgut produzieren für die nächste Lieferung. Wir haben ja 3.500 Gülle drin und 1.800, das werden noch über 2.000 Gärreste sein. Und damit werde ich dann die Gülle wieder füllen in der, also Gülle draus machen und füllen für die Produktion vom Dünger. So, wollen wir mal gucken, was der Helfer hierzu sagt. Der Helfer sagt Stopp. Ich werde leicht versetzt den Anfang der ersten Bar nochmal fahren. Das ist nur ein kleiner Verlust. Dann werde ich jetzt auf den Helfer umsteigen, aber jetzt passt das wenigstens. So, passend haben wir es gemacht. Den müssen wir jetzt aus der Frucht rausdrehen. Das können wir auch. Die Blinky-Blinky-Anlage machen wir schon mal aus. So. Da haben wir das gute Stück. Und das wird nochmal eine richtig schöne, fette Dieselproduktion werden. Und damit werden wir auf jeden Fall auch unseren Tierbestand aufstocken. Dass da nochmal richtig was passiert, ne? Ich glaube, er geht noch nicht mal ganz da rein. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich auch gleich das Ganze wegfahren. In die Produktion geben und dann glorreicherweise sogar bevor bevor sie leer ist. Also die Produktion wird sogar weiterlaufen. Das ist schon fast gut. Ja, wird nicht leer werden, das seht ihr selber. Weil bei 31.000 ist Schluss. So, dann springen wir hier mal raus. Hier wieder rein. Hoher rein. Ja, ich hoffe, dass er mit der nächsten Ladung dann hier wenigstens jetzt das zu Ende mähen kann. Dann gucken wir mal. So. Gut. Dann heißt es hiermit, ab in die Biodieselproduktion. Wir haben schon 10.000 drin, damit sollten wir so eine ordentliche Ladung machen. Gucken, ob wir nahezu zwei komplette Wagen damit hinkriegen. Weil dann würde nämlich richtig Geld reinkommen. Und das könnten wir dann gleich umsetzen. Einmal in Tiere und einmal in den Zusatztank für die Saatmaschine. Der kostet nur 11.000, aber der sollte auf jeden Fall mit drin sein diesmal. So, die Silage läuft ja auch. Ist ja alles in Arbeit. Alles gut aus sozusagen. Ich hoffe, dass da die Menge Gärreste dementsprechend auch vernünftig rüberkommt, wenn wir den Party reinhauen. Ich weiß das nicht, ob er ist immer noch am produzieren. Gerade waren wir noch bei knapp über 3.000. Das ist aber 2.600. Und jetzt kriegt er richtig eingeschenkt sozusagen. Wir haben jetzt nochmal auf über 33.000 aufstocken. Ja, damit sollte nochmal richtig was rumkommen. Ja, mit dem guten Stück müssen wir jetzt noch einmal aufs Feld.
den Drescher leer machen und dann hat er auch schon wieder Feierabend. Aber auf dem Weg dahin werde ich jetzt gleich einmal anhalten und mal gucken, was jetzt unsere Honigmilchgeschichte macht. Oder vielmehr unsere Honiggeschichte macht. Weil da sollten wir vielleicht auch noch ein, zwei kleine Kästchen hinstellen. Dass wir halt mehr rankriegen von dem guten Zeug. So, ich hüpfe mal raus. Fangen wir hier ganz hinten an. Ist hier noch mehr produziert worden? Ne, ich glaube, weil der Honig fehlt. Richtig. Milch ist noch drin, Honigmilch hat er produziert. Der Schreiner hier ist. Auch munter dabei. Ich gucke mal, ob ich das da unterbringen kann, ob er was draus macht hier vorne. Honig bei 86, das ist auch noch nicht so riesig. Das sieht eigentlich relativ voll aus. Ich weiß jetzt nicht, was er mit dem Bienenstockkram da macht. Ob ich jetzt so einfach hier rausnehmen kann. Oh, ich kann es auch einfach durch die Gegend schmeißen, so wie es aussieht. Ich werde es jetzt einfach mal hier neben hinstellen. Ne? So, da steht das gut jetzt, das kann ich hochnehmen. Und hier ist der Paten raus, so Honig. So, gut. Ja, das, was ich vermutet hatte, ist jetzt passiert. Die Sämaschine ist auf jeden Fall noch am Arbeiten, aber auch wenig. Das heißt, die wird auch noch eine Füllung gebrauchen, aber die haben wir ja auch noch. Aber vor allen Dingen das gute Stück, wir brauchen eine Füllung. Ja, wenn man sich den Streifen so anguckt, das hat mit der Hälfte. Ja. Wenn überhaupt, hat ein Viertel gemacht, ne? Nicht so riesig viel. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt mal eine volle Ladung noch machen. Und dann gucken wir mal. Das Problem ist es, dass wenn ich hier was aufnehme, ich stumpfe mal alles sofort aufnehme. Das ist der Knackpunkt. So. Einmal so. Gut. Außerplanmäßig die Arbeit beendet. So, jetzt schütte ich den Spaß hier hin. Jetzt werden wir jetzt hier nicht mehr angucken.
Scheiße umgefallen, oder? Wie peinlich ist das denn? So, jetzt nehmen wir das gute Stück mit. Vorne an der Schaufel habe ich jetzt ja nichts. Und vorne an der Schaufel werde ich jetzt mir das Saatgut mitnehmen. Was ich anscheinend so spontan schon genommen habe, wirklich. Ja, und jetzt fahre ich mit ihm wieder zurück, mache die Sämaschine voll und dann dünge ich mit ihm weiter. Also so ist er sozusagen gleichzeitig der Lieferant für das Saatgut, wie auch der Streuer selber. Also alles dabei sozusagen. Was irgendwie eine witzige Angelegenheit ist. Ja, für so eine Schaufel ist Gutes. So, aber die ganze Befüllung und sowas sehen wir in unserer nächsten Folge. Wenn wir uns dann morgen am Sonntag zu unserer XXL-Folge dementsprechend dann treffen, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Share, über einen Daumen nach oben freuen. Genauso auch, wenn euch mein Channel insgesamt gefällt, auch über ein Abo. Und dann sage ich vielen Dank und bis morgen.